Mit viel Spannung wurde gestern die Eröffnung des NSU-Prozesses in München erwartet. 10 Morde gehen auf das Konto der rechtsextremen Zelle Nationalsozialistischer Untergrund NSU. Doch bereits Tag 2 der Verhandlung wurde auf die nächste Woche vertagt. Wie es dazu kam und wie es gestern im Gerichtssaal war, darüber berichtet jetzt Friedrich Borschel in München. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Als das Los entschied, dass der langjährige Journalist Friedrich Borschel für den kleinen Lokalsender Radio Lotte vom NSU-Prozess aus München berichten darf, war die Empörung bei einigen Medienmachern groß. Dabei sind sich die Weimarer Radiomacher sicher, bei ihnen wird Beate Zschäpes Sinn für Mode kein Thema sein, wie Chefredakteur Shanghai Dränger klarstellt. Wir wollen halt das Augenmerk darauf legen, was ist dort passiert, welche Taten wurden dort verübt, warum wurden die verübt, was sind die Hintergründe, wodurch konnten solche Netzwerke entstehen. Die zum Teil ehrenamtlichen Redakteure des Bürgersenders senden aus diesem Gebäude am Goetheplatz. Nicht nur der NSU-Prozess wird hier aufgearbeitet, sondern auch alles, was für die Bürger der Kulturstadt Weimar wichtig ist. Den Überblick darüber hat Programmdirektorin Grit Hasselmann. Also das geht von Ehrenamt, über Sport, über Stadtpolitik, über Kinderthemen, Frauenthemen. Alles, was in dieser Stadt stattfindet, ist potenzielles Thema für Radio Lotte. Seit der Lotte-Gründung 1999 haben schon viele Menschen ihre Erfahrungen mit dem Medium sammeln dürfen und das Radio bereichert. Wir haben sehr viele Praktikanten, sehr viele Leute kommen hier zu Radio Lotte, um was zu lernen. Und das sind halt wirklich ganz normale Leute aus der Stadt. Das sind ein paar ausgebildete Journalisten dabei, aber die Mehrheit sind eigentlich Leute, die sich das hier aneignen und die demzufolge auch ganz viele Spezialkenntnisse und Spezialtalente mit hier einbringen. Die Vielfalt des Programms lebt von der ganz besonderen Geschichte jedes Mitarbeiters bei Radio Lotte. Wie zum Beispiel die von Juli. Ich wollte weg aus Berlin und wollte nach Thüringen, weil ich mich hier verliebt hatte und hier gab es eigentlich eine Handvoll Medienberufe von Salve TV über Radio Lotte, über Funkwerk, Radio und Frei und MDR, Kika. Da ist eigentlich hier schon eine Menge zu machen. Ich habe verschiedene Bewerbungen rausgeschickt und bei Lotte kam die offenste, freundlichste, spontanste und witzigste Antwort, die mich sofort geköchert hat. Ich moderiere einmal die Woche ungefähr das Tagesprogramm. Außerdem habe ich eine kleine, feine Konzertreihe, die der geheime Gig heißt. Und jeden Monat ein schönes kleines Konzert. Neben dem Programm, das via UKW auf der Frequenz 106,6 und via Kabel auf 107,9 MHz empfangen werden kann, beschäftigt sich der Bürgersender auch mit verschiedenen Projekten in Sachen Bildung, Freizeit und Teilhabe. Also irgendwelche Workshops, Radio-Workshops. Wir arbeiten mit Jugendlichen, wir sind sozialpädagogisch tätig. Also so eine Bürgerradio wie Radio Lotte bringt sich ja viel stärker in der Stadt ein, als einfach nur über einen Äther. Wer über einen dieser Wege zu Radio Lotte findet, wird nicht nur Teil eines kleinen Lokalsenders, sondern auch gleichzeitig in ein großes Radionetzwerk eingebunden, welches zurzeit aus 22 Rundfunkstationen, also freien Radios und Bürgersendern besteht, quer durch die ganze Bundesrepublik, von Ulm bis zur Ost- und Nordseeküste geht es hoch über Hannover, Berlin. Alle sind viele Radiostationen angeschlossen in diesem Pool und auch neuerdings haben wir ein paar Sender aus Österreich mit dabei, die auch Beiträge von uns übernehmen bzw. unsere Mitteilungen verwerten. Somit wird deutlich, unterschätzen dürfen die großen Medien die Streukraft des Lokalsenders nicht. Die von Bürgern kritisch begleitete Berichterstattung zum NSU-Prozess bleibt aber sicher kein Exklusivthema für Weimar. Denn wenn bei Radio Lotte das rote Lämpchen aufleuchtet, dann auch für die gesamte Bundesrepublik.